das Ganze mal abzukürzen. Das Ganze einfach durchlesen, dann verstehen. Oder ganz kurz da. Ja, wollen wir mal ganz kurz mal alles abkürzen. So, einen ganzen schnellen Trip. Mipa, du bist ein Vollidiot. Ne? So, ganz, ganz schnell abgekürzt. Du, Vollidiot. Ne? So, Mipa, dein Krieg kannst du mit den Kindern führen. Junge, es juckt mich nicht, dein bla 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 vom Spiegel, diese Heulerei, Digga. Digga, jeden, den du in Carparking nicht fragst, für wen bist du? Der ein Mensch arbeitet oder der ein Mensch nur Drogen konsumiert, in Obdachlosenheim lebt und seinen Arsch nicht bewegt? Hab ich ja gehört. Ne, Mipa? Ich sag nur, der Erzieher da bei euch im Heim. Sie müssen arbeiten, gell? Nein, ich kann nicht. Lisa ist gestorben, Mann. Verstehst du das nicht? Mipa. Ey, Mipa, auch wenn ich ein gebrochenes Bein habe, stehe ich auf und gehe ich arbeiten, du kleiner Hosenscheißer. Ne? Du kannst deine Kiddies alle auf deine Seite ziehen. Es juckt mich nicht, Digga. Alle, aber alle langsam nach und nach werden ja rauskommen und werden sich dann fragen, warum der Krieg entstanden hier. Ne? Und dann werde ich ja den Löten nach alles die Wahrheit erzählen. Ne? Mipa, und du weißt genau, dass ich immer schön die Wahrheit klappere, ne? Dass ich keine Lüge brauche. Ne? Deswegen hat sich Jenny auf ganz anderen Server sich verkrochen oder den Namen gewechselt. Man sieht ja Jenny nicht mehr allein. Ne? Jura erzählt ja nur Lügengeschichten. Jenny, so eine Bitch wie dich? Ganz ehrlich, Digga, die Leute haben Respekt vor dir verloren, als sie erfahren haben, dass du die Autos von Free-Accounts holst. So, Mipa, Thema wieder zu dir, kleiner Fetti. Ne? So, drohst du Nina in dem Video oder wie sieht das denn aus? Hm? Erstmal hast du wieder mal Nina verarscht. Irgendein Geschreibe da rausgeholt, nur weil ich irgendwas bei ihr nach dir frage. Und jetzt drohst du hier im Video, wenn du was veröffentlichst, sage ich dir, ich mach dies und das. Mipa, auch wenn sie das veröffentlicht, Mipa, wirklich, du sagst nichts und du kannst nichts machen. Weißt du warum? Weil du nicht mal für ein Zugticket nach irgendwo hin hast, Digga. Weil du arbeitslos bist, weil du in Obdachlosenheim bist. Digga, Alter, ey, wirklich, Mipa? Ein Obdachloser will sich mit einem Jungen, der arbeitet, will sich anlegen?